Willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview, liebe Zuschauer. Wir schauen auf die Devisenmärkte, denn der Euro hat in den vergangenen Tagen ja kräftig zugelegt. Ich möchte über die Lage an den Märkten sprechen, jetzt mit Jürgen Meyer von JM Market Research. Schönen guten Tag, Herr Meyer. Also blicken wir gleich mal auf den Euro. Der hat sich ja ist deutlich angezogen in dieser Woche. Liegt es jetzt nur am EZB-Sitzungsprotokoll? Schönen guten Morgen, Herr Ohme. Nein, es liegt natürlich nicht nur am EZB-Sitzungsprotokoll, sondern im Allgemeinen wird Europa momentan vom Wirtschaftswachstum her positiv gesehen. Wir haben auch keine Wahlen anstehen, bei der rechte Gesinnung zutage treten könnte. Von der Seite her fehlen im Moment grob belastende Argumente für den Euro. Und das hat sich jetzt dann auch gezeigt, dass seit Jahresanfang, dass wir hier deutlich nach oben gehen, zumal das auch für viele Marktteilnehmer sehr überraschend kam, sodass auch Short-Positionen geschlossen werden mussten. Ich will doch nochmal auf die EZB zu sprechen kommen. Was erwarten Sie denn von der Geldpolitik der EZB jetzt in diesem Jahr? Also bis zur Ablösung von meinem ganz speziellen Freund Herrn Draghi im Herbst erwarte ich mir eigentlich gar nichts, weil er hat ja schon mehrfach angedeutet, dass er nicht willens ist, die Realität anzuerkennen und lieber irgendwelche Politik betreibt, die nur er versteht. Aber Gott sei Dank, wie ich schon sagte, wird er ja abgelöst im Herbst und da erwarte ich mir dann, dass unter Umständen, oder das ist zumindest mein Tipp, der Weidmann von der Bundesbank hier der Nachfolger wird und da erwarte ich mir dann doch eine anziehende Zinspolitik, also eine Politik, die eigentlich schon längst überfällig ist. Apropos Ablösung, wir schauen auf die US-Notenbank, da übernimmt ja Jerome Powell jetzt den Chefposten. Was bedeutet das für die Geldpolitik der Fed? Da kann ich mir keine große Änderung vorstellen. Also er hat sich bisher nicht damit ausgezeichnet, dass er ganz aggressiv gegen die Frau Yellen da war. Also von der Seite her, ich persönlich erwarte mir da eigentlich im Prinzip gar nichts. Zumal auch der Spielraum für die Fed nicht unbedingt riesengroß ist. Sie haben ja angekündigt schon, vor der Ablösung von der Frau Yellen hat sie angekündigt, dass sie ja weiterhin die Zinspolitik der kleinen Zinserhöhungen gehen will. Und daran wird auch Herr Powell festhalten. Kommen wir noch auf die Charttechnik beim Währungspaar Euro-Dollar. Welche Marken müssen da Anleger aktuell im Visier behalten? Im Moment ist es ganz wichtig, die 1,2320. Wir sind ja heute Nacht dorthin gelaufen, sind erstmal dran gescheitert und können jetzt eine Korrektur sehen, die uns unter Umständen im Bereich der 1,20 zurückbringt. Wenn diese 1,2320 als Tagesschlusskurs überschritten wird, dann haben wir einen freien Weg nach oben. Das heißt, dann erwarte ich mir mindestens die 1,2550 im ersten Schritt und dann auch so die 1,2660-90er Zone. Sind das auch Ihre Kursziele für den Euro oder wo liegen diese? Meine Kursziele sind höher. Ich gehe davon aus, dass der Euro eigentlich ein sehr positives 2018 sehen wird und wir gegen Jahresende über der 1,30 sein werden. 2017 war jetzt auch das Jahr der Kryptowährungen. Was halten Sie denn von Bitcoin und Co.? Also ich persönlich bin kein großer Freund von Bitcoin und Co., also egal welches dieser Kryptos man nimmt. Bitcoin war ja der erste. Was mir bei den meisten fehlt, ist ein klarer Zugang zu der Entstehungsgeschichte, respektive was es eigentlich soll. Alle haben eins gemeinsam, dass es ein Misstrauensvotum gegen das bestehende Weltwährungssystem ist. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann aber nicht nachvollziehen, wie es sein kann, dass bei Bitcoin zum Beispiel man weiß, dass der 27 Millionen oder 2 Millionenste Bitcoin im Jahr 2027 geschöpft sein wird, aber keiner versteht die Algorithmen, die dahinter stehen. Das heißt für mich, es ist ein Spielball, wo man im Moment zumindest noch keine klaren Regeln erkennen kann, wer, warum, wieso, weshalb. Deswegen stehe ich dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Was würden Sie dementsprechend Anlegern raten, die sich für Kryptowährungen interessieren? Ich würde mir ganz genau die Emissionsbedingungen anschauen. Ich würde mir natürlich erst mal überlegen, was ist das eigentlich, also Bitcoin-Algorithmus, der hier über CPU im Endeffekt hier eine Wertschöpfungskette einleitet, Dash, Ergedium, sind wieder andere Ideen dahinter. Also ich würde mich sehr genau damit beschäftigen, würde mir den Prospekt anschauen, würde mir die Mindesthaltedauer anschauen und würde dann überlegen, ob ich einen gewissen Teil, auf alle Fälle nicht sonderlich viel meines Vermögens in diese Währungen stecken würde. Und welche Währungen sind darüber hinaus aus Ihrer Sicht in den nächsten Monaten noch interessant? Also auf der Kreditseite kann ich den Anlegern oder beziehungsweise den Kreditnehmern sagen, der Schweizer Franken und der Yen können durchaus hier eine gewisse Abwertung sehen, was für die Kreditnehmer ja sehr interessant ist. Auf der Anlegerseite würde ich persönlich Richtung Norweger Krone gucken. Ich würde mir auch den Rubel näher anschauen.
selbst im brasilianischen Real, die haben hier eine gewisse Aufwertungsfantasie für die kommenden 10 bis 12 Monate, sodass man hier also zuzüglich zum Zinsvorteil auch eine gewisse Gewährungsgewinn erwarten könnte. Herr Mayer, damit sind wir schon am Ende des Interviews. Vielen Dank. Gerne, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ebenso. Ja, auch Ihnen eine schöne Zeit. Schön, dass Sie dabei waren bei diesem Interview. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Machen Sie es gut.